Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dark Souls 2. Genau, Dark Souls 2. Ja. Wir machen jetzt direkt mal weiter und gehen in diese Höhle rein. Ich kann euch sagen, diese Folge ist nachkommentiert. Ja, weil die Aufnahme unser Mikrofon irgendwo gemeint hat, es nimmt nicht auf. Das Arschloch. Naja, gut. Wir gehen hier durch diese Höhle. Und schauen mal, was sich da tut. Was sich da tut. Ist natürlich immer die Gefahr, ja, der kleine Schießer ist wieder unterwegs. Ja, ja. Na gut. Kann man aber auch sagen, in den letzten zwei Folgen haben wir auch schon ordentlich Feinde gesehen. Naja. Was der nicht traut. Nicht wirklich. Ja, ja. Da kommt das Licht. Das Licht der Welt. Und wieder traut er sich nicht weitergehen. Der kleine Schisser. Und das ist mal was ganz anderes. Majula. Wir sind hier in Majula. Und zwar eine Stadt im Sonnenaufgang. Ein Leuchtturm. Leuchtturmartiges zumindest. Ganz schön, würde ich sagen, oder? Ja. Also so eine schöne Landschaft gab es in Dark Souls nicht. Auch wenn Anor Londo ähnlich schön war. Hier ist auf jeden Fall eine Höhle. Da gehen wir da direkt mal rein. Schauen wir mal, was sich da tut. Eine Ruine eines Turms oder etwas in der Richtung. Mitten in einen Turm. Stein gehauen. Achso, in einen Stein. Nee, ich glaube. Ja, das ist gut. So angelehnt irgendwie. Ja, stimmt. So, da vorne ist einer. Ja, Feigling, ich weiß. Ja, du musst deine wir haben Kraft. Noch kein Schild. Du musst deine das Kraft. Das ist aber ein NPC. Und vielleicht kannst du ihm das Schild wegnehmen. Also. The way you're under is all blocked up, you see. By this god awful statue. Heavens above. Who thought it a good idea to pit it there? Oof, I'm in quite the pickle now. Ja, okay, das heißt, der ist ganz schön am Arsch. Schauen wir mal. Hier ist auf jeden Fall ein Item. Lebenstein und Heimatknochen. Lebensteine sind super. Sind wie Estus Flakos. Heimatknochen ist auch nicht schlecht, wenn du zurück zum Feuer kommst. Ja. Und oh, das ist ein Feind mit riesigen Eiern. Und wir machen dem so gut wie keinen Schaden. Und darum? Der hat eine riesige Keule übrigens. Und schaut aus, wie wenn er ein Eiersack wie ein Stier hat. Ja. Das Blöde ist, wir haben keine Magie mehr, also brennen. Ja, Feigling. Was heißt Feigling? Feigling. Feigling, du bist selber ein Feigling. Der kleine Feigling, achso, das ist ein Getränk. Was für ein Getränk? Der kleine Feigling ist ein Getränk, ist ein Wodka mit Feige. Das hast du jetzt erfunden, oder? Nee. Was? Gibt's wirklich. Okay, das habe ich ja noch nie gehört. Na gut, ich bin nicht so der Alkoholtrinker. Ich auch nicht, aber da hinten ist ein Item, sehen wir. Und das ist ein göttlicher Segen. Weißt du noch, was der göttliche Segen in Dark Souls gemacht hat? Nö. Echt nicht? Nö. Na, der hat die ganze Lebensenergie aufgefüllt. Und hat dich von Gift und allem geheilt. Und da ist jetzt endlich ein Leuchtfeuer. Die Krux an dem Leuchtfeuer, außer wir entzünden es einmal, aber die Krux ist, das sehen wir jetzt, es hat mich gestern, wie wir es aufgenommen haben, ziemlich verarscht. Und zwar, man kann hier nämlich keine Level aufsteigen. Nee. Das heißt, wir haben immer noch 3500 Seelen. Wir haben eine Gegenstandskiste, aber wir können die Seelen einfach nicht ausgeben. Ja, wo gibt ein Level man da laut in diesem Spiel? Naja, in Demon's Souls war es bei einem NPC. Ja, aber bei Dark mir. Souls war es am Leuchtfeuer. Und in Dark Souls 2 müssen wir es einfach noch herausfinden. Oder vielleicht kann man diesen Leuchtfeuer nicht aufleveln. Vielleicht finden wir noch eins, aber das ist ziemlich Arsch. Weil wir jetzt schon ordentlich Seelen haben. Wir erkunden auf jeden Fall jetzt einmal die Stadt. Mhm. Und da ist ein NPC drinnen. Mit dem reden wir direkt mal. Oh,
Hello there. Welcome to my shop. I'm Morlin, and I sell armor. Oh, sorry, please do have a look at my wares. I could really use the business. If you'd be so kind. Ja klar, der ist wirklich ein Neuling im Geschäft. Ja, aber wie, so rumredet, wie wir gleich drauf kommen. Verkauft der Schilde, die wir nicht nutzen können, da man dafür 10 Stärke braucht. Und wir haben keine 10 Stärke als Magier. Ein Ritter wäre jetzt gut. Der kann sich direkt das Schild schnappen und benutzen. Die Sache ist, ich würde ja gern die 10 Stärke, die 1-2 Level, die wahrscheinlich nur wir noch brauchen, da reinleveln. Das Problem ist, wo leveln wir? Ja, halt die Fresse. Ja. Die Schilde, da können wir leider nicht mitnehmen. Aber es gibt hier immer noch was zu erkunden. Eine Kiste, die wir direkt mal schlagen. Ja, ist ein bisschen ein Schisser, wissen wir schon. Was heißt Schisser? Die Mimics in Dark Souls, erinnerst du dich noch? Diese Kisten, die Schlangen wurden, so Schlangen-Echsen. Ja, so komische Viecher. Echsenviecher. Aha, hier ist außerdem ein Loch, in das wir reinspringen können. Höchstwahrscheinlich zumindest, da liegen Items. Und hier ist noch eine Tür, hier die aber verschlossen ist. Ja. Wo man erst den Schalüssel finden muss. Da muss man da nach hinten schauen, aber das... Nach hinten, meinst du? Ja, das machen wir, glaube ich, ein anderes Mal. Genau. Wir gehen auf jeden Fall hier rein, wenn nicht wieder verschlossen ist. Nö. Nee, passt. Und hier gibt's einen kleinen NPC. Oh, I'm dead, are we? And one without much time remaining. Just about ready to fall apart, I'd say. Not exactly the time to be chatting with a cat. Well, suit yourself. Oh yes, you may call me Shalqua. Enchanté. So, what did you want anyway? Ooh, you smell wonderful. Ich glaube, die verarscht uns mit dem, dass wir wundervoll riechen. Ich glaube ja, wir stinken wie Sau. Mhm. Aber die Selt, Englisch, die verkauft Ringe. Allerdings kosten die mal eben ein paar tausend Seelen. Aber wir müssen uns merken, wo man sie kriegt. Na, well, that's dismay. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man die nur hier kriegt. Und ich mache jetzt hier einfach mal das Inventar von der kaputt. Nicht das Inventar, die was? Die Inventur? Nein. Inventar stimmt schon. Ja, okay. Keine Ahnung, warum ich so deppert bin. Ich glaube, das hat die Könnte ich jetzt gefallen. Beantworten, will ich aber nicht. Kisten zusammenhauen, Großer. Ja. Ein Lebensstein und wir sind wieder bei 10 Lebenssteinen. Also man scheint die hier in ausreichendem Maße zu finden. Und wer schlägt hier diese ganzen Zelte auf? Die haben doch hier schon Häuser. Erstmal hier alles nach Items absuchen. Akribisch. Abos? Akribisch. Und da ist noch ein NPC. Oh, it doesn't matter. Just help me open this door. I packed my tools in here. Seeing it was vacant. But now somebody's gone and locked the door. Ja, wer war das wohl? Vor allen Dingen, warum hat der Schmied oder... Ich nehme mal an, es ist ein Schmied, wenn der Werkzeug drinnen hat. Wer hat dem den Schlüssel... Hat der dem den Schlüssel geklaut oder hat der freiwillig irgendwem den Schlüssel gegeben? Im zweiten Fall ist er ziemlich deppert. So, schauen wir mal darauf, würde ich sagen. Ja, hoch zu dem, was ausschaut wie ein Leuchtturm. Ich nenne das jetzt einfach Leuchtturm. Und da sitzt noch einer. Hier gibt's ganz schön viele NPCs. You're undead, aren't you? You have that distinct scent, the smell of irreversible fate.
This is Majula. It is a kind of settlement. A place where life is almost normal. And in Drang Lake these days, there are very few places like that. Der ist so wie der Typ, der im Dark Souls und Demon Souls auch schon immer am Anfang gehockt ist und uns quasi. Ja, das sind äußerst. Ja, unfreundliche Typen. Na, nicht nur so, die dann ja alle. Aufgeben. Auf schnell. Verzweiflung. Ja. Soll er mal was tun, Alter, der Depp. Und ich glaube, wir. Ja, warum haben wir uns jetzt nicht bewegt? Keine Ahnung. Gehen wir mal eine Runde. Gehen wir eine Runde, schauen wir, ob da was da ist. Gibt's da gibt's was zu untersuchen, das ist cool. Null Tode weltweit, ein persönlicher Death Counter. Genau. Ob der wirklich die Death Counted oder doch was anderes macht, egal. Wir reden nochmal mit dem. I am Solden. And like you, I lost everything. And now I'm here. You probably heard that it was possible to break the curse here. Well, that's not true at all. There's nothing here for you, me, or anybody. Ja, sehr resigniert. Ja, ja. Ich würde dann aber auch sagen, wir schauen uns noch mal ganz kurz hier um. Da oben liegt doch was, oder? Aber da kommt man irgendwie nicht drauf. Meinst du, das ist was? Hm. Eher nicht, oder? Schaut aus wie ein Goldeinschluss oder irgendwas, ein Kristalleinschluss. Aber da links ist noch etwas. Oder doch jemand. Ein NPC. Hm. Ja, jemand. Da haben wir allerdings die Aufnahme dann schon beendet. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dark Souls 2.